Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. In der letzten Folge waren wir bei der Aurora. Entschuldigung, ich muss mir einen Kaffee machen. Ich habe einen Haufen Dinge gefunden, also vor allem Baupläne und so. Die meisten Sachen sind noch nicht komplett oder hier zum Beispiel Seemotte und Zyklop bin ich nicht weitergekommen. Dafür kann ich eine Gravitationsfalle bauen. Aber first things first, Kaffee. Also, ich kann eine Gravitationsfalle bauen. Ich habe keinen Schimmer, was ich damit tun kann. Was war das andere, was ich bauen konnte? Zyklop kann ich auch noch nicht bauen. Solarmodul. Den Schreibtisch, für den habe ich schlicht keinen Platz bisher. Aber das ist nicht so wichtig. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher Inneneinrichtung. Signalboje bin ich ein bisschen weiter. Hier bin ich eins weiter. Ich meine, die Gravitationsfalle ist nicht teuer. Ich könnte die einfach mal machen. Und was ich auch mal machen könnte, ist die Schubkanone. Wobei... dafür brauche ich einen Kabelsatz. Das ist ein bisschen teurer. Und ich kann emailliertes Glas machen. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Kabelsatz. Zweimal Silbererz, glaube ich, habe ich sogar. So, dann mache ich mal einen Kabelsatz. Führt ja keinen Weg dran vorbei, diese Sachen einfach auszuprobieren. Und die, jetzt kann ich die Schubkanone bauen. Verzerrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzuschütten. Machen wir. Was soll's? Okay, jetzt bin ich mega neugierig. Schubkanone. Kann ich die zum Beispiel auf Platz 4 legen? Boah, diese Dinger fressen unfassbar viel Platz. Ich glaube, ich lasse das Kreislauftauchgerät mal da. Kann ich halt nicht so tief tauchen. Und ich habe nur noch eine Batterie. Okay, so Schubkanone. Jetzt brauchen wir nur noch irgendeinen Fisch, an dem wir das mal ausprobieren können. Sieht ein bisschen aus wie eine Waffe. Oder vielleicht ist es auch um Dinge. Eigentlich tut es mir fast leid, das an einem Fisch auszuprobieren. Habe ich irgendwo Metallreste? Das piept so merkwürdig. Bin unschlüssig, an was ich das ausprobieren soll. Hier ist Metall. Super. Was passiert? Oh. Ausgerechnet hier! Echt jetzt? Ausgerechnet hier musst du pupsen? Ah. Okay, da passiert erstmal nichts, wenn ich das auf den Großen richte. Das ist eher so, ich schlepp was weg. Ding. Oh! Nein! Ich kann die mitnehmen. Ich kann die mitnehmen und da hinstellen, wo ich möchte. Und sie lebt immer noch. Entschuldigung. Hier, du sollst wieder andersrum. Oh nein. Mir ist hier ein kleines Malheur mit der Hirnkoralle passiert. Ja, fast. Also. Und ich kann da Dinge einklinken, die ich... in der Tasche habe. Und dann... kann ich die irgendwo reintun. Okay.
Nee, Titan brauche ich, kann es mitnehmen. Okay, das ist keine Waffe. Schade. Sondern nur zum Dinge heben. Und so. Ja, noch so ein kleiner. Okay. Welcome aboard, Captain. Was ich wirklich bräuchte, wäre irgendeine Art von Waffe. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das hier wirklich mitzunehmen, weil es 4 Plätze belegt. Was ist hier los? Randaliert irgendwer an meiner Röhre rum? Bin mir nicht sicher, vielleicht sollte ich sie auch langsam mal verstärken. Na, wahrscheinlich nur ein Unfall. Ja, okay. Unschlüssig, sehr unschlüssig. Den koche ich noch schnell. Einmal hier, einmal da. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Titan vielleicht mitnehme. Was ich gerne noch hätte, wäre noch eine neue Batterie. Die ist null, die ist voll. Wahrscheinlich sind 3 zu viele. So, welches war die leere? Die hier. 3. Okay, ich denke 2 sind genug. Ich nehme das Titan mal mit, falls ich das für eine Reparatur brauche. Und lass mal die Schubkanone da. Die packe ich mal hier. Nicht, weil es dazu passt, sondern einfach nur, weil hier Platz ist. Und ich lasse auch das Kreislauftauchgerät mal da. Und ziehe jetzt, glaube ich, eher mal los, um ein bisschen Ressourcen mitzubringen. Und ich versuche einfach mal... ich habe einen gepökelten. Glaub schon. Ich versuche einfach mal, dieses Ding zu reparieren und da reinzugucken. Und dann sehe ich schon. Und dann kann ich einfach noch ein paar Sachen mitbringen unterwegs. Und das sollte erstmal reichen. So. Das sieht okay aus. Ich habe relativ wenig Wasser dabei. Aber da kann ich jetzt gerade auch nichts mehr dran machen. Ja, es wird schon reichen. Hoffe ich. Vielleicht noch einen Kaffee vorher. Sind ja auch nochmal 4 Wasser drin in meinem Café Americano. So, was habe ich sonst noch? Pfadfinderwerkzeug. Das Pfadfinderwerkzeug lasse ich auch mal da. Brauche ich gerade. Obwohl. Es ist jetzt schon klar, dass wenn ich das zu Hause lasse, dass ich garantiert irgend so eine super duper Höhle finde und da unbedingt rein muss. So. Die Aurora ist diese Richtung. Das heißt Ost-Südost. Ab mit dir. Ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich komme voran. Also zumindest habe ich jetzt ein paar neue Sachen gelernt. Ich habe zwar noch nicht wirklich... Ich kann jetzt noch nicht wirklich was Neues bauen, aber ich meine, okay, das dauert halt einen Moment. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich lang muss. Ost? Nordost? Da ist wieder diese schwimmende Plattform. So, hier. Südost eigentlich eher. Hier ist nochmal Zeug. Vielleicht ist da ja nochmal irgendwas. Ein Kaffeeautomat. Hier war ich, glaube ich, schon. Das kommt mir bekannt vor. Oh. Irgendwie
knistert so. Okay, den habe ich schon gesehen. Oh, schon wieder. Ja, ich weiß jetzt auch, wenn ich das so von oben sehe, dann sehe ich auch, dass ich hier schon zweimal war. Und das jedes Mal. Oh. Stürzen sich diese kleinen Selbstmörder in den Tod. Gibt's wenigstens Höhlenschwefel, wo ihr wart. Da ist noch nix. Nee, genau. Hier ist noch was. Ich habe einfach nur schlampig gesucht. Ein Seegleiterfragment. Es lohnt sich echt, die Dinger fünfmal abzuschwimmen. Fantastisch. Würde ich den noch mal so einmal außen rum? Ja, wenn du eine Kiste übersiehst, dann... fehlt dir der ganze Kram. Was ist das hier? Das sieht auch nach Schrott aus. Und schon ist es wieder Nacht. Das ist natürlich ideal, um Sachen zu finden. Ich gehe mal nochmal kurz nach oben. Südost. Ich dachte mir gerade, warum komme ich plötzlich so schlecht voran? Ja, und ich glaube, ich habe es tatsächlich schon wieder übersehen. Wie kann das sein? Ich bin bis zur Sandbank geschwommen. Es muss irgendwo davor sein. Und jetzt bin ich schon wieder völlig vom Kurs ab. Und nachts ist es natürlich noch schwieriger. Ich bin schon wieder direkt an der Sandbank. Das ist die Richtung, in die es hätte sein müssen. Ja, es macht einen großen Unterschied, ob man hier bei Tag oder Nacht durchschwimmt. Da unten könnte natürlich auch noch total viel liegen. Und es reicht, wenn so ein bisschen rechts oder links davon liegt. Um es nicht zu finden. Dann schwimme ich hier ein bisschen im Kreis. Ich habe ja Batterien dabei, was soll's. Was ich mir leider nicht gemerkt habe, ist, wie tief das Gerümpel lag. Jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, es war näher als das hier. War oder war es weiter weg? Ich weiß es nicht. Ist auch nur Schrott. Ich suche das große Ding. Und bei Dunkelheit ist das natürlich auch echt völlig planloses Rumgeschwimme. Immer mit dem Risiko, nicht den Schrott, sondern irgendwas anderes zu finden, was nicht so gut ist. Ich
hätte mir die Entfernung zum Pott merken müssen. Das werde ich tun, wenn ich das nächste Mal da bin. Naja, ich schwimme hier einfach noch ein bisschen rum. Vielleicht habe ich ja Glück. Und wenn nicht, wird es dann hoffentlich endlich hell. Und ich kann mich ein bisschen besser orientieren. Und dann ist da ja auch noch Rettungskapsel 7. Ja, zu viel zu tun. Was ist damit? Das ist leer. Hier war ich auch schon. Ja. Naja, wenigstens habe ich Quarz. Wirklich völlig desorientiert. Also ein bisschen mehr in die Richtung nehme ich mal an. Hier liegt noch mal was Größeres. Ne. Ich bin zu nah am Schiff. Aber hey, Salz. Geh nach oben, geh nach oben. Zappel du ruhig. Wie geht's mir eigentlich? Nicht besser natürlich. So. Ich habe ein bisschen Kram gefunden. Ungefähr einen Ursprung der Übertragung in der Datenbank gespeichert. Habe ich das hier mit drauf? Nee. In der Datenbank gespeichert. Das werde ich nämlich als nächstes versuchen. Rettungskapsel 7. Okay, so sieht das aus. Wie soll ich das denn finden? In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität gar nicht gut. Da war ich schon mal. Auf 200 Meter. Ein Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. 200 Meter, das kannst du glatt haken. Ich trinke, glaube ich, noch mal was. Das ist noch viel zu tief. Was ist das da? Ach, das ist so eine offene Kiste. Okay. So. Ich wollte hier auch Ressourcen mitnehmen, auch wenn das alles Sachen sind, die ich nicht dringend brauche. Jetzt schaue ich einfach bei Tag nochmal. So. Ich kann mich an diese Schlucht nicht erinnern. Das da. Das sieht gut aus. Sehr schön. Entfernung zum Pott wollte ich mir merken. 470 Meter. Achso, Moment. Luft gibt es da natürlich keine drin.
irgendwas zum Scannen? Gott, Junge, hoffentlich finde ich hier wieder raus. Oh! Schon habe ich mich einmal gedreht und die Orientierung verloren. Okay, hier komme ich her. Also einmal rein, runter, links und hoch. Ein Signalbojenfragment. New Blueprint acquired. Noch eins. Oh. Das klingt super! Stasi-Gewehrfragment. Oh Gott. Oh oh, mir geht die Luft aus. Ich habe keine Zeit mehr, hier lange rumzusuchen. Aber... ich glaube, ich habe alles gefunden, was da drin war. Oh mein Gott. Kann ich am Ende gleich ein Gewehr bauen? Wahrscheinlich ist es unklug, hier zu gucken, ob das schon geht oder ob ich jetzt nur... ach, natürlich nur Teil 1 von 2. Ja, wahrscheinlich wäre es smart, noch mal kurz reinzugehen. Und zu gucken, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Und wahrscheinlich, vielleicht wäre jetzt hier so ein... Dinge anpacken und so ganz smart gewesen. Habe ich aber nicht dabei. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Das hier noch mehr zu holen ist. Das war schon mal super. Und es gibt mir Hoffnung. Es liegt in der Form. Okay. Das gibt mir wirklich Hoffnung. Dann schwimme ich doch mal Richtung nach Hause. Ich meine, hier draußen habe ich ja eigentlich alles abgesucht. Apropos zu Hause, das ist wahrscheinlich hier. Ah ne, das ist gar kein... das ist dieses Trümmerfeld, wo ich schon zweimal war und dann doch noch mal was Neues gefunden habe. Ja, man sollte das nicht nachts machen, das ist wirklich... und vielleicht immer einen Moment innehalten, um mal zu gucken, ob es da noch nach irgendwas aussieht. Sieht eher nach Höhle aus. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ich brauche jetzt gerade nicht super viel Rohstoffe. Zumindest noch nicht. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Wo sind die? Oh, andere Richtung. Dann könnte ich da vielleicht einfach noch mal ein bisschen runter. Alles nur Schrott. Das sieht hier echt großartig aus. Da ist Zeug. Und zwar nicht so knapp. Scannerraumfragment.
Okay, jetzt kriege ich langsam ein Gefühl dafür. Bioreaktorfragment. Ich habe hier gerade was rumzappeln sehen. Okay, war nicht direkt im Angriffsmodus. Noch habe ich Platz für Salz offensichtlich. Mal sehen, wie lange noch. Okay, das ist alles Schrott. Und das hier sieht nach was Wertvollerem aus. Haha. Habe ich das Silberding jetzt eingesammelt? Ja. Die Neugier bringt mich um. Oh, das wird knapp. Ja, ich bin ziemlich tief weit unten. Go, go, go. Da hinten brennt es immer noch oder schon wieder. Und vor allem... Ich sehe es nur brennen. Ich sehe nicht mein Zuhause. Ja, ignoriere ich jetzt einfach mal. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Oh. Leicht verzögertes Rendern. Habe ich das Silber eingepackt? Ja. Ich wollte hier noch so ein paar Sachen scannen. Was ist der rosa Kram da? Oh. Oh. Autsch. Ja, hätte ich gern gescannt. Keine gute Idee. Okay. Verschießt schmerzhafte Kugeln. Ich sehe da hinten noch mal so ein bisschen was. Aber ich glaube, hier war ich auch schon. Oh, nee. Laserschneider-Fragment. Jetzt kommen wirklich die spannenden Sachen. Das ist, glaube ich, eine Ecke zu groß. Hier ist noch was Kleines. Autsch. Autsch, Autsch. Inventar voll. Jetzt ist es soweit. Hier ist auch eine fette Höhle noch drunter. 30 Sekunden. Zahn zulegen. Ja, es sieht so ein bisschen danach aus, als wäre hier rumschwimmen, den ganzen Tag Dinge einsammeln und... Okay, das ist die Kiste, in der habe ich gerade geguckt, genau. Das ist das Trümmerfeld, da war ich auch schon. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Pot Nummer 6? Huch. Near Blueprint acquired. Oh, und ein PDA. Integrating new PDA data. Oh, noch mehr. Integrating new PDA data. Okay. Oh.
30 seconds. Ich habe tatsächlich den, was war das jetzt? Nummer 6 war das, glaube ich, gefunden. Und offensichtlich war ich da auch noch nicht drin. Und der ist 370 Meter entfernt. Was ist da 363? Moment, okay. Südwestlich. Mensch. Heute klappt's irgendwie. Genau. Pot Nummer 6 ist das. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich haben möchte? Nö. Wäre wahrscheinlich eine gute Idee, nach Hause zu schwimmen. Um endlich mal die Taschen leer zu kriegen. Gibt's hier... Die wollte ich eigentlich noch scannen. Geht nicht. Scheint nicht so spannend zu sein. Okay, dann nix ab wie nach Hause. Ungefähr da vermutlich. Und jetzt werde ich gleich rausfinden, warum... Ach doch, hier ist es. Man konnte es noch nicht sehen. Was trinken. Und was essen. Das heißt aber auch, ich könnte noch das ein oder andere mitnehmen. Was ich gerne hätte, sind so... Schlingpflanzen, Puscheldinger. Was ich daran irgendwie vorbeikomme. Ich glaube, ich habe schon wieder die Richtung gewechselt. Ja. Und dass es da brennt, das irritiert mich total. Huch. Ich verstehe es nicht. Ja. Welcome aboard, Captain. Aber erstmal sicher zu Hause angekommen. Gut, was habe ich alles mitgebracht? Ein paar Sachen. Ich weiß auswendig mindestens einmal Silber. Das ist alles Kupfer und Quarz. Erstmal einmal Wasser, bevor ich das irgendwo hinräume. Ich bin sehr zufrieden und ich denke mal, ich kann... Hier ist was Neues. Ich kann jetzt tatsächlich eine Signalboje machen. Ist nicht teuer, das heißt, das mache ich einfach mal. Dann kann ich nämlich endlich mein Zuhause kennzeichnen. Halt falsch. Und ja, ist die Frage, wie viel will ich so kennzeichnen? Wasser geht zur Neige, da muss ich auch nochmal nachbessern, aber sonst habe ich schon ganz schön viel Zeug. So, ich kann leider noch immer kein Stasi-Gewehr machen. Aber hier eine Signalboje und ein Teil fehlt mir noch für die Seemotte. Ultragleitfähige Schwimmflossen. Mhm. Schwimmflossen habe ich. Silikongummi 2 und Lithium habe ich auch. Nicht mehr viel. Aber. Also. So, wie sieht's aus?
Ausrüstung ist das wahrscheinlich. Schwimmflossen. Moment, jetzt muss ich nochmal kurz prüfen. Baupläne. Ultragleiche Silikongummi, Titan, Lithium. Achso, zweimal Silikongummi. Habe ich. So, jetzt wo? Ja, normale Schwimmflossen habe ich schon. Muss ich die mit dem Bautool machen? Das ist ja wohl Quatsch. Oder unter Geräte natürlich. Signalboje schon mal gut. Das mache ich mal als erstes. Gravitationsfalle. Um leichte Objekte und kleine Tiere anzuziehen. Mir ist echt noch schleierhaft, was das bringen soll. Aber gut. Es wird bestimmt irgendeinen Zweck haben. Aber ich finde die Schwimmflossen nicht. Wo mache ich den Fehler? Ich wüsste nicht wo. Aber die einzige andere Variante, die ich hätte, um Dinge zu bauen, wäre ja hier das, da werden ja wohl keine Schwimmflossen dabei sein. Modifizierungsstation. Was ist eine Modifizierungsstation? Ha. Ich weiß es nicht. Ist das was ich bauen kann? Ich sehe zumindest nicht was. Nee. Ein normaler Raumschiff-Schreibtisch. Vielleicht soll ich den doch mal bauen, um rauszufinden, was man da so reinstellt. Vielleicht müsste ich noch irgendwo anbauen, um den dann hier... Wie könnte ich das denn machen? Ich könnte hier noch so ein Stück dran bauen. Nee. Das muss man außerdem, glaube ich, von draußen machen. So Stücke dran zu setzen. Hier zum Beispiel. Oh, das ist aber groß. Okay, das ist nicht verbunden. Interessant. Und es knirscht ganz doll. Wieso ist es nicht verbunden? Ah, Moment. Das muss nochmal weg. Klar, weil ich kann hier an der Seite, ich kann immer nur am Anfang und Ende der Röhre was dran bauen. So einfach ist das. Das heißt, ich könnte hier was dran bauen, aber dann müsste ich den Schrank abbauen, der da drin ist. Oder ich müsste hier nochmal was dran bauen. Oder hier, wo das Fenster ist. Hm. Ich könnte quasi hier die Luke nochmal wegmachen. Und könnte dann hier so ein Monsterstück dran setzen. Und dann hier nochmal. Vielleicht mache ich einfach mal alles. Damit ich mal sehe, wie ich da innen Platz drin habe. Und dann könnte ich hier nochmal eine Klappe drauf machen. So.
damit wir wieder so viel... jetzt fehlt mir was? Titan wahrscheinlich. Ja. Gut, dass das nicht meine einzige Luke war. Ups. Schaden aufgrund geringer Hüllenstärke. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Meine Basis ist abgesoffen. Okay, warum? Aber wieso ausgerechnet da? Und kann ich die Verstärkung überall hinbauen? Versuch's mal da. Ich habe keinen Titan mehr. Oh nein! Oh Gott. Sie ist abgesoffen. Ich fasse es nicht. Okay, das ist noch nicht genug. Warum nicht? Alles war gut bisher. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder hinkriege. Wo ist mein Reparaturwerkzeug? Ah ja, okay. Okay. Und liebe Zeit. Oh Mann. Wieso ist denn gleich die ganze Basis kaputt gegangen? Draining systems initiated. Okay, ist hier noch irgendwas, was ich reparieren muss? Ich bin mir nicht sicher, habe ich zu viele Teile dran gebaut? Oder was war das Problem? Es scheint behoben. Aber... sehr beunruhigend. Oder ist einfach ein Fisch irgendwo dran gestoßen und hat gesagt... Und ich weiß auch nicht, ob das zum Beispiel hilft, dass ich hier ein so ein Ding dran gepinnt habe. Ich meine, kann ich irgendwo gucken, wie stabil meine Basis ist? So, Rettungskapsel 6 habe ich gefunden. Okay, die waren panisch. Oh nein. Gut, es hat jemand rumgewedelt. Huh, ich bin hier gerade nochmal einer Katastrophe entgangen. Oh. Keine Ahnung, was passiert ist. Und ich weiß auch immer noch nicht, warum das Wasser brennt. Es ist auf jeden Fall beunruhigend. Und ich frage mich, ob ich dieses Ding da unten vielleicht wieder entfernen sollte. Aber hey.
Muss ja nicht. Vielleicht lieber nochmal Lithium holen bei Gelegenheit. Ach gut, ist eine lange Folge geworden, aber das war natürlich jetzt dringend. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.